Hallo und herzlich willkommen bei der Kräuterhexe. Heute möchte ich euch zeigen, wie man ein tolles Badesalz mit Lavendel selber machen kann. Badesalze sind was Tolles. Man kann sie verschenken oder sich selbst am Abend ein schönes Bad gönnen. Lavendel wirkt entspannend und beruhigend und hilft beim Einschlafen. So und los geht's. Die Zubereitung ist ziemlich einfach. Ihr benötigt 300 Gramm Salz, 2 Esslöffel Backpulver, 1 Esslöffel Mandelöl, 15 Tropfen Lavendelöl und 1 bis 2 Esslöffel getrockneter Lavendel. Nun, ich habe ein grobes Salz genommen, ihr könnt natürlich auch jedes andere Salz nehmen, zum Beispiel Speisesalz oder Meersalz, je nachdem, wie ihr das möchtet. Das Backpulver dazu hilft, um Fett, Schweiß und Schmutz zu entfernen. Darüber hinaus braucht ihr noch ein Öl. Ich habe Mandelöl verwendet, ihr könnt aber auch ein anderes Öl wie zum Beispiel Olivenöl oder Distelöl oder Jojobaöl verwenden, je nachdem, was ihr zu Hause habt. Dann benötigt ihr natürlich auch getrockneten Lavendel, je nach Belieben 1 bis 2 Esslöffel. Und last but not least ein ätherisches Lavendelöl. Ich habe ein Bioöl dafür verwendet. Die Zubereitung ist ziemlich einfach. Ihr mischt einfach alle Zutaten zusammen. Die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle. Zwischen ein paar Mal umrühren. Am Ende alles nochmal gut vermischen. Das Lavendelsalz anschließend in einen Glasbehälter füllen. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Jetzt sind wir fertig. Und ihr habt ein wundervolles, fertiges Badesalz. Merke sozusagen für die Anwendung, 100 Gramm reichen für ein Vollbad. So, das war's wieder mal für heute. Wie immer könnt ihr den Beitrag dazu auf derschnur1.com nachlesen. Den Link dazu findet ihr wie immer unter diesem Video. Viel Spaß beim Nachmachen! Eure Kräuterhexe.